Hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Noma. Willkommen zu One Piece Pirate Warriors. Und wir sind in Episode 10. Der entscheidende Kampf auf der Justizinsel. Und das ist ein Musu, also wahrscheinlich, also wir sind auf der Enies Lobby, wollte ich noch sagen. Und das ist Musu, also müssen wir wahrscheinlich mehrere Gebiete einnehmen. Und ein paar Anführer und so killen vielleicht noch am Ende einen Boss. Mal sehen, was kommt. Aber wir hören uns erstmal die Geschichte an. ルフィたちがアイスバーグの部屋に飛び込むと、そこにはロビンとガレーラカンパニーで働く職長ヒショラが待ち受けていた。彼らの正体は古代兵器の情報を探る政府直下組織CP9、 サイファーポールナンバー9の諜報部員たちだったのである。ルフィとゾロはロビンを奪い返そうと挑みかかるが敗退。火が放たれた社屋から辛うじて脱出したナミはチョッパーによって救出されたアイスバーグの口からロビンが本気で仲間を裏切ったのではないことを知るのだった。一方、ガレーラカンパニー本社から姿を消した CP9は アイスバーグから古代兵器の設計図を託されたと思われる男を捕らえていた。その男の名はフランキー。かつて伝説の船大工のもとでアイスバーグと共に造船を学び、世界政府に反抗して死んだはずの男である。ロビンとフランキー、古代兵器復活の鍵を握る2人を捕らえた CP9 の諜報員たちは、司令長官スパンダムが待つ司法の島、 エニエスロビーを目指しウォーターセブンを後にする。事の真相を知った麦わらの一味はロビン奪還を誓い合うと、突如現れた謎の仮面戦士ソゲキングと共に海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいくのだった。 話はニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺の知ってることを全て話そう。人を傷つける者に必ずしも悪意があるとは限らない。歴史を知りたい、ただの興味が世界を滅ぼす結果を招くなら、今お前はここで死ぬべきだ、 ニコ・ロビン、あなたが何を知ってるのよ。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたのかもしれないで。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。私が今まで20年どんな状況でも逃げ延びてこられたのは、守るものがなかったから。 人を裏切り、盾にできたから。でも今の私には本当にそれができない。一度捨てた命も、失った心も、途絶えた夢も、みんな救い上げてくれる。こんな私を信じてくれる仲間ができた。じゃあお前の願いってのは。私を除く 麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら世界がどうなろうと構われってのか。構わない。こともあろうに、全世界に生きる全ての人間の命より、あの女はお前たち6人の命を選んだ。私たちのため。 よかった。ロビンは、じゃあ私たちを裏切ったんじゃないんだ。早くみんなを集めて知らせなきゃ。待て、麦わらたちもやられちまって、今更何をしよってんだ。今更ですって？今からよ。これからロビンを奪い返すのよ。迷えば誰でも弱くなるもの。 助けていいんだと分かった時の、あいつらの強さに限度なんてないんだから。
Hat Ruffy das nicht schon gesagt, bevor wir hier hingekommen sind? Ich weiß gar nicht, ob Nami ihm was gesagt hat. Ich glaube es aber nicht, oder? Aha, sollen wir da hoch? Machen wir noch. Oh, ist noch was? Da ist noch was. Genau. Aber ich fand, der Moment war sehr ergreifend, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Robin, die ist schon eine tolle. Natürlich sind alle toll. Oh, also wir haben auch zwei neue Freunde sozusagen, die jetzt mit uns hier sind. Einmal den Sogeking. Vielleicht wissen ja schon einige, wer das ist, wer sich da drunter versteckt, weil die Maske, die er trägt, die ist schon sehr verdächtig, finde ich, oder? Da hängt eine lange Nase raus. Also ihm ist das irgendwie zu peinlich, vor Ruffy zu stehen und sagen, ich möchte wieder mitmachen. Da tut er lieber so, als wäre er Sogeking. Und hilft den Leuten, um Robin wieder zu holen, weil Robin ist ihm natürlich auch wichtig. Es sind ja alle untereinander sehr wichtig, sind ja halt alle Freunde. Und wir haben jetzt sogar Franky dabei. Der will uns auch helfen. Eigentlich hatte man ja vermutet, er wäre tot, aber ist er ja natürlich nicht, man sieht ihn ja. Aber er ist ein Cyborg, sozusagen, kann man schon so sagen. Weil sehr viel seines Körpers besteht aus Metall und ist schon fast ein Roboter. Und das Lustige ist, er läuft mit Cola. Ohne Cola läuft er nicht, er kann andere Sachen trinken, das bringt ihm nichts, nur mit Cola, da kriegt er richtig Boost. Oh, da ist er. Okay. So, haben wir wenigstens mal anvisiert. Was mache ich denn hier überhaupt? Der zählt zu viel, ne? Aber soweit ich weiß, ist nur ein Körperteil von ihm nicht metallisch. Und das ist sein Rücken, weil er da nicht selbst rankommt, weil er hat sich selbst gebaut. Sehr witzig. Ah, wir dürfen weiter. Machen wir das? Warte. Sind Freunde aufgetaucht. Oh. Ich würde gerne Zorro als Partner haben. Oh, Zorro, Sanji, Chopper, Nami, alle sind da. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Irgendwas soll jetzt leichter sein. Oh, soll ich hier hoch? Mach das mal. Ich lasse euch mal hier alleine. Oh, da wäre ich ja gesprungen, weil da wäre vorbei. Oh, was mache ich denn hier? Also ich habe gesehen, jemand, der das auch spielt, der ist sehr affin mit den ganzen Kombos, die Rocky drauf hat. Mal auch mal ein paar Kombos. Das sah geil aus. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Komm ich denn jetzt wieder darüber? Gar nicht, oder? Versuche zu kommen. Nice. Bin da. Ich lasse euch nicht alleine, meine Freunde. So, jetzt hauen wir nochmal rein. Tot? Jo. Ja.
Oh, die Tore öffnen sich, ist ja super. Und ach, ich wollte ja noch mehr erzählen zu Robin. Ich finde krass, dass sie auch sagt, es ist hier nichts wichtig, hier ist alles scheißegal. Nur ihre Aufgabe, die sie hat, ist hier wichtig. Und natürlich die Strohhüte, weil sie jetzt endlich Freunde hat. Das ist der Teil mit E, ne? Wo ist E? Ist da oben? Ich mach hier alles kreuz und quer, ich weiß auch nicht. Oh, ich komm da gar nicht rein. Ich glaube, aber auf der anderen Seite könnte es sein. Mach mal wieder ein Törtchen auf. Los, Ruffy, schnell! Oh, Mist. Hä? Ah, cool. Wo sind wir jetzt? G? Ne, in G wollte ich nicht rein. Wo ist denn E? Das ist doch da oben. Ich komme noch da gar nicht rein, genau. Das war das Problem, deswegen war ich ja nicht hergegangen. Oh, ich muss mich beeilen, nicht dass unsere Freunde ihr Leben verlieren. Ich frag mich sowieso, wie die da reingekommen sind. Oh oh. So. Da ist Chopper. Und sogar ein Esel mehr, super. So, machen wir mal eine Attacke. Dann hauen wir die hier noch kurz weg. Aber warte, haben wir noch? Wo haben wir den Anführer? Da. Seh nichts mehr, ich seh nichts mehr. Wo sind sie denn da? Ihr dürft alles machen, nur nicht meinen Chopper hauen. Oh, die Tore öffnen sich, aber... Ja, noch... Ich will aber noch die letzten hier auch noch besiegen. Hallo, haut mich doch nicht. So, komm, den hauen wir jetzt weg. Den hauen wir weg. Den haben wir fast. Ja, geht doch. Jetzt haben wir das Territorium. Die sollen aber woanders hin. Nein, jetzt komm ich schon immer hoch. Oh Mann, Ruffy, wie dumm muss man sein? Ich darf mal nicht weglaufen, komm mit. A, unser Territorium B. Wo ist denn B? Bei dir? Gehen wir mal. Um D. D ist nicht richtig. Nicht. Oh, Nami. Aber hier soll ich auch was machen. Doch. Ja, machen wir mal. Ich weiß nicht, wie mal die unsere Freunde hier reinkommen, aber wir müssen mal schwere Wege gehen. Hallo? Guck mal, Marina-Anführer hier. Ja, na, wir kommen gut. Du kannst es ja doch.
Oh, das haben wir gepasst. Also wenn man sich den Anime anguckt, da reden schon viele darüber, dass Sogo King eigentlich Lissop ist. Und dass die das gut finden, dass er wieder dabei ist. Aber Ruffy ist halt so dumm und merkt das nicht, deswegen sagen die nichts. Aber ich finde das auch nett. Na gut, nett ist das nicht unbedingt, aber Zoro hat ja auch gesagt, wenn du das jetzt durchgehen lässt, wen sollen wir dann noch, wie sollen wir dich dann noch voll nehmen? Also in der Sache kann man das dann auch so sehen. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache, die gehören halt alle zusammen. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wir sollen ja noch Territorium B einnehmen. Ah, nee. Ich komme hier nicht raus. Ah, gut, jetzt findest du die Tür hier unten offen. Ah, ja. Was soll's? F. Oh, Sogo King. Wir sollen aber nach B. Komm mit. Sogo King. Komm. K. Irgendwas ist im K gewesen. So, wir sollen nach B. Moment. Gehen wir hier hoch. Ach ne, da oben kommen wir nicht rein. Moment, wir gucken auf der Karte. Ach, wir sollen am Ende Bruno besiegen. Okay. Ja toll, ich sehe nicht, wo B ist. Oh, was mache ich da? Was? Oh, da wollte ich dann. Dann hauen wir halt nochmal rein. Ich guck mal hier, ob man nicht von hier irgendwie da hochkommt. Oh. Oh, ich glaube, da war doch eine Tür aufgegangen, oder? Ja. Ach, da ist auch keine. Na super. Nein, Zoro, Chopper, ihr braucht nicht hier rein. Was haben wir denn eigentlich hier unten? Ist hier unten B? L. L. Warum ist hier L? Ja, das können wir nicht nutzen. Boah, ich bin echt gerade verwirrt. Wo ist denn wieder Sogo King eigentlich hin? Hier. Bleib einfach mal bei Sogo King. Wir sollen ja mit ihm irgendwas erobern. Sollte nämlich im Rücken sein. Das ist hier eine Flagge. So, hauen wir die weg. Du müsstest jetzt eigentlich sofort der Anführer kommen, oder? Okay, kein Anführer, ist auch cool. Wo soll eigentlich Sogo King wieder hin? Oh nee. Ich weiß nicht welchen Mechanismus. Okay, Zoro und Chopper sind hier. Oh, ne, ist nicht offen. Schade, schade. Oh, ihr könnt weitergehen, ihr dürft weitergehen. Was haben wir denn eigentlich hier? Ah, komm, das machen wir noch. Oh, haben wir eingenommen. Unten, da brauchen wir nicht hin, das haben wir ja schon.
Schauen wir dann von hier nochmal nach links. Was hatten wir hier? Okay. Boah, das ist aber echt blöd gerade, finde ich. Oh, das Türchen ist jetzt offen, oder? Ah, jetzt sind wir in B. Gut. Also weg! Ah gut, Dogge King ist jetzt auch hier. Ja, komm, ich mach mal. Von hier nochmal. Erstmal wieder Attacke aufladen natürlich und dann können wir nochmal weghauen. Jetzt geht er hier in die Ecke. Ich hau euch jetzt nochmal weg. Tut mir leid, aber ihr wollt mir was antun, da muss ich euch zurückschlagen. Schaut der aber auch drauf hier, was soll denn das? Ja, ich mach hier auch ein paar Tricks. Oh. So, hau weg. Oh, er hält noch ein bisschen aus, er hält noch ein bisschen aus. So, gut, angenommen. Gucken wir jetzt hier nach oben oder was war? Wie war denn das jetzt nochmal mit dem Mechanismus aktiviert? Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Wir sollen aber da drüben rein. Ich guck mal, ob ich von der Seite rein kann. Ja, mal gucken einfach. Vielleicht haben wir ja Glück. Diese Tür schon war eben auch schon offen. Kommt alle her. Nein, ich war dran. Ich bin dran, nicht ihr. Oh, komm. Ach, der war doch schon weg. Ja, kommt alle her, kommt alle her, schau euch weg. War aber nicht viel. Oh, komm, wir besiegen den noch eben hier. Dann müssen wir das Territorium haben, dann können wir machen, was wir wollen hier drin, oder? Komm, hau sie alle weg, hau sie weg! Ah. Ja, ja. Nee, du darfst nicht mehr. Ist jetzt vorbei. Oh, der Mechanismus ist jetzt frei. Komm, dann nehmen wir hier noch mit. Oh, meine Gum-Gum-Glocke hier. Okay. Haben wir schon die Seitenteile. Wir gehen jetzt auf die andere Seite. Aber ich glaube, die Tür ist nicht offen. Genau, war ja klar. Jetzt kann jeder von der Seite rein.
Also das ist der kürzeste Weg hier, oben hier. Könnt ihr auch unten rum, aber das dauert viel zu lange. Deswegen gehen wir hierher. Ja, immer Spezialattacken. Da geht es ein bisschen schneller. Also ich freue mich auch schon richtig auf One Piece Pirate Warrior 2. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Hoffentlich auch welche von euch, die sich das geholt haben, weil das ist einfach geil, das spielt natürlich Teil 1 auch, ist auch eine Kaufempfehlung. Natürlich super, sonst würde ich nicht Let's Playen. Ich nehme nur die Spiele auf, wo ich halt auch weiß, sie gefallen mir. Oder wo ich halt schon mal gespielt habe und ich weiß, die sind super. Und dann kann ja der Nachfolger eigentlich nur noch besser sein. Oder genauso gut. Oder? Was sagt ihr? So, dann machen wir hier noch eine Gum-Gum-Glocke. Oh, jetzt kommt noch eine Melodie. Hier haben wir die Mission abgeschlossen. Gucken wir mal hier in die Tour rein. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen von One Piece Pirate Warrior 2 und ich bin eigentlich sehr begeistert davon. Ja, müssen wir wieder klettern. Darf keiner mitkommen. Tut mir leid, meine Freunde, ich muss euch leider alleine lassen. So, immer höher, höher. Genau, jetzt müssen wir noch darüber springen. Ja, Hammer. Hab ich. Oh, oh, oh. Gut. Oh. Das ist meine Ansage. Aber ist schon krass, einfach mal von vorne. Oh. Ey, hallo. Machen wir mal Superattacke hier. Ah, da guckst du, ne? Ah, ich finde das hier so blöd, das mit dem Blickwinkel. So, da können wir jetzt wenigstens mal was machen. Also das ist auf jeden Fall schon mal was, eine Änderung wert. Aber jetzt machen wir nochmal eine super Attacke. Ich bezahle halt mir, tut mir leid. Ich hab die noch weggenockt, was soll das? Aber egal, da kann man gut ausweichen. Ah, diesmal hast du es nicht machen können, Junge. So, jetzt nochmal drauf, drauf. Ja, schnell weg hier. Ah. Ah, da hat man. Ah. Ey, nicht ausflippen, ey, mit deinen Tritten. Ja, hast du gedacht? Damega. Kono saki no umi ni mata konna ni tsuei yatsu ga arawareru nara, ore wa motto tsuyoku naranakucha. Nakama wo mamorene. Dewa, dou suru? 力いっぱい戦う方法を考えた。
誰も失わねえように。誰も遠くへ行かねえように。お前はもう、俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな、一段階進化する。いや、セカンド！ Einfach geil, das dürfen wir mit dem Gear Second kämpfen, ey. Aber permanent, das ist so geil. Ich liebe das. Und wo tritt du denn hin, Junge? Ja, ich mach alles. Ich finde, das ist so krass. Guck mal, wie schnell der ist, ey. Ah! Ah, hallo, hallo, ist doch gut hier. Boah, der ist so schnell, ey. Echt übel. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein! So, mal sehen, was er jetzt macht. Ach, immer noch die gleiche Attacke, aber die haut jetzt rein. Boah, die Diesel. So, aufladen! Und finish! Ja. So ist das. So, da haben wir Episode 10 auch geschafft.私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせた。たった一度の攻撃がバスターコール、その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。これが永遠に続けば、あなたたちだっていつか重荷に思う。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが一番怖いの。だから助けに来てほしくもなかった。いつか落とす命なら、私は今ここで死にたい。なるほどな、まさに正論だ。
そりゃそうだ。お前を抱えて邪魔だと思わねえバカはいねえよ。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かってた。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。ソゲキング、ん？あの旗、打ち抜け。了解。必殺ファイヤーバーナースター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言ってみるなら、私は生きた。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。Da haben wir es geschafft und sehr emotionsvoll. Und wir durften sogar noch mal interagieren und auf die Flagge schießen. Und was haben wir hier? Boah, ist das eine krasse Medaille. 4 ist sogar das Beste, ja. Ja, Ausdauer ist okay. Spendam den blöden Sack. Don Creek, was hat Don Creek hier zu suchen? Aber okay. Was haben wir da? Frankie. Ja, natürlich das obere, da haben wir ja noch die Verstärkung. Oh, Mr. 3. Cool. Und das, boah, sogar mit 3 Stück, echt krass. Ja, möchte ich natürlich. Und wir werden natürlich nochmal kurz in die Münzauswahl gehen fürs nächste Mal. Oh, Leben sieht gut aus, Spezialangriff sieht auch gut aus. Oh, wir haben sogar 9 Fächer. Oh, wir dürfen sogar Frankie benutzen. Oh, zweiter Gang jetzt einsetzen, echt geile Sache. Der zweite Gang ist schon einer der Lieblingsattacken, die Ruffy überhaupt hat, finde ich. Also für mich zumindest. Oh, was mache ich denn hier überhaupt? Leben? Ich will doch gar kein Leben, oder? Hm, ja doch, komm, machen wir da auch. Und machen wir hier auch Leben rein. Was haben wir denn da? Leben? Frankie haben wir jetzt ein besseres Symbol. Ruffy. Aber wir können den mal tauschen mit unserem Spend, unser Number 3. 2 meine ich. Weil der ist ja unser Freund, der Bond Curry. Aber haben wir noch irgendwelche von unseren Freunden? Der ist sogar der Beste im Angriff. Ach, wir haben sogar nur 2 in Angriff. Ja. Was haben wir da? Verteidigung. Ja, da würde ich sagen, das reicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.